Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hell in a Cell und jetzt zum ersten Match von Hell in a Cell im Endeffekt, weil das andere war ja die Pre-Show. Was war das für eine Pre-Show? Booker T gegen Kevin Nash geplant um den Undisputed Title und dann kommt Goldberg. Ja, und der hat dann auch sich den Undisputed Title geholt. Mann, war das ein krasses Match. Ich glaube, ich habe in 25 Minuten noch nie so durchgehend und so laut und quasselig geredet. Mir hat danach so der Hals wehgetan. Gestern habe ich das aufgenommen. Heute musste ich neu anfangen, weil gestern ging nichts mehr. Ich konnte nicht mehr aufnehmen, ging gar nicht mehr. Wir kommen zum ersten Match und wir kommen direkt zum ersten Gimmick-Match. Der Pay-Per-View heißt so und jetzt heißt das erste Match auch so. Dolph Ziggler verteidigt den WWE-Champion-Titel gegen Alberto Del Rio, der das Ding ja im Number One Contender-Match gegen Wade Barrett, Big Show und RVD geholt hat. In einem Hell in a Cell Match. Also das kann nur geil werden. Ich bin gespannt, ob wir heute einen neuen WWE-Champion haben werden. Das wäre dann schon der, Moment, Punk, Ryback, Ziggler, Rio. Das wäre der vierte. Oder ob Ziggler es schafft zu verteidigen. Gegen Ryback hat er es geschafft zu verteidigen bei Raw vor 2-3 Wochen. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. So, dann starten wir jetzt dieses Match. Direkt das Hell in a Cell Match. Natürlich, das Main Event wird auch nochmal Hell in a Cell. Und ich bin gespannt. Episch, das kann auch schon bei normal episch werden in Hell in a Cell Match. Ich bin gespannt. Natürlich, Hell in a Cell Match ist ultra brutal. Ich hoffe, es verletzt sich niemand, weil das sind natürlich beide Superstars, die wir noch brauchen. Weil, wie gesagt, bald stehen ja auch Pay-Per-Views an. Wie Survival Series, TLC, Royal Rumble, etc. Wir kommen ja langsam WrestleMania näher, auch wenn es noch über 5 Monate sind. Und deswegen bin ich gespannt, wer von beiden dieses Match hier gewinnen wird. Ich habe keine Ahnung. Ja, da mal Tony Schimmel. Ja, so ist es. Es war nicht Tony Schimmel, ganz klar, es war Justin Roberts. Dachte, es wäre Tony Schimmel bei SmackDown, ist das. Und da ist der Show auf Dolph Ziggler. Und wegen diesem blöden Entrance kriege ich, glaube ich, auf das Video wieder. Also so eine Verwarnung wegen Dingens Inhalte dritt. Also es ist keine Verwarnung, so dramatisch ist es nicht. Ich habe Dolph Ziggler meine blaue Hose angezogen, damit er sich ein bisschen abhebt. Bin mal gespannt. Er ist wieder wild entschlossen. Klar, es ist aber, glaube ich, sein erstes Hell in a Cell Match. Del Rio hatte ja schon mal eins. Damals gegen Punk und John Cena, glaube ich, war das. Triple Threat. Richtig? Ja, richtig. Und deswegen bin ich gespannt, ob Ziggler hier bestehen kann im Hell in a Cell. Ist natürlich nicht so seine gewohnte Umgebung. Er ist ja eher so Techniker, schnell. Und das Hell in a Cell steht ja eher für Brutalität und Hardcore-ness. Und das hat er ja eigentlich nicht so. So, dann sind wir jetzt mal gespannt. Del Rio oder Ziggler? Ich habe keine Ahnung. Del Rios Klamotte auch angepasst. Wenn es denn dann klappt. So, wo bleibt denn Del Rio? Komm. Da ist er. Alberto Del Rio. Natürlich ohne Ricardo Rodriguez heute. Der könnte zwar kommen und eingreifen, aber er ist auf jeden Fall erstmal am Beginn des Matches nicht da. Ah, Del Rio fährt wieder mit einem seiner Nobelschlitten vor und dann jetzt auch in seiner schwarzen Kleidung. Ja, ich bin mal gespannt, ob das Match auch das Match aus der Pre-Show überbieten kann, dieses krasse Goldberg-Booker-T-Match. Bin gespannt, es kann ja eigentlich nur noch gar nicht mehr geiler werden, weil das war so ein Hammer-Match. Bookend, Scissors Kick hatten wir, Spinebuster hatten wir und dann zweimal den Jackhammer. Ja, Del Rio, der will ja heute WWE Champion werden. War ja nie wirklich bei mir auf den Matchcards. Und dann hat er direkt das Number One Contender Match gewonnen. Ja, und dann sind wir jetzt gespannt. WWE Championship Match. Da, um das Baby geht es. Das hatten schon viele, viele Legenden, Hall of Famer. Und jetzt Del Rio gegen Dolph Ziggler. So. Champion, Dolph Ziggler.
Ja, Dolph Ziggler lässt sich noch feiern. Ja, wir sind mal gespannt, wie lange er den Titel noch hält. Ob er ihn heute Abend wieder mit nach Hause nehmen kann. Oder ob Del Rio sich den um die Hüften schnallt. Das werden wir dann feststellen. Es ist das Match, auf das ich gewartet habe. Und dann geht's los. Hell in a Cell. Del Rio gegen Ziggler. Ja, jetzt finde ich, unterscheiden die sich noch mehr durch die Klamotte. Das sieht ein bisschen besser aus. Und es ist alles erlaubt. Es gibt keine Disqualifikation. Aufgabe und Pin im Ring entscheiden das Match. Und sonst gibt es eigentlich keine besondere Regel. Man darf den Käfig natürlich verlassen. Wenn man den Käfig irgendwie verlassen kann, wenn man dazu in der Lage ist, dann kann man das machen. Aber das werden wir vielleicht noch im Match sehen. So, aber jetzt kommen wir erstmal hier zur Action. Und bevor ich jetzt hier auf die genauen Matchverläufe eingehe, gucke ich natürlich wie immer einmal kurz in die Kommentare, wie das gerade aussieht, wer im Ring steht, denn ich weiß es nicht ganz genau. Ich weiß, dass wieder Mega Kim da ist, aber ich kenne Del Rio nicht. Mike Kilian. Okay, Mike Kilian. So, was habt ihr gerade geschrieben? Und geil. So, gut, jetzt zum Match. Del Rio gegen Ziggler, Ziggler, der ja alles zeigen kann, da ist man ja immer wieder überrascht. Dreimal Shellshock, nochmal um zurückzugreifen zu Vengeance, dreimal Shellshock. Keiner von uns hat nach dem zweiten gedacht, dass Ziggler wieder aufsteht, weil normal Universe muss zwei Finisher, dann ist es vorbei. Aber selbst den dritten Shellshock hat er nochmal locker weggesteckt. Und dann kam der Einroller, mit dem Ryback nicht gerechnet hat. Da kam er nicht mehr raus. Er hat noch gezappelt, war danach auch wahrscheinlich nicht wirklich angeschlagen. Höchstens natürlich die normale Match-Blessur. Ja, und dann hat er den Titel verloren und er ist nicht im Rückmatch. Habt ihr ja gesehen. Ah doch, er hat ja sein Rückmatch... Quatsch. Er hat ja sein Rückmatch bekommen und das hat er wieder verloren. Und deswegen können wir jetzt gespannt sein, wer hier heute als Champion geht. Der Rio hat das Match gewonnen, das Number One Contender Match, war ein sehr gutes Match. Kane hatte sich ja eingemischt zwischenzeitlich. Vielleicht Kane einer der nächsten Haupt heraus, oder? Ich habe keine Ahnung, wir werden sehen. Kane hatte ja schon mal eine Chance in dem Triple Threat Match gegen Ryback und CM Punk, als Ryback dann Champion wurde. Ja, und Ryback muss sich halt wieder hochkämpfen. Das wäre natürlich auch der Hammer. Licht geht aus, alle denken, der Taker wäre da. Und was ist? Ryback steht im Ring, Shellshock gegen Ziggler, Shellshock gegen Del Rio und dann steht Ryback einfach nur da. Das wäre natürlich auch geil. So, dann sind wir jetzt gespannt. Erste Finisher werden wahrscheinlich wieder maßgeblich entscheidend sein. Denkt man ja. Aber ist ja meistens nicht so. Und die beiden hier pfeffern hier natürlich direkt mal ordentlich Aktion ab. Natürlich, die haben gesehen, was Goldberg und Booker T geleistet haben in der Pre-Show. Das muss man ja so sagen. Das Match hatte ja locker WrestleMania Main Event Charakter. Allein, dass Goldberg zurückkam. Ja, und die beiden wollen das natürlich überbieten. Dann bin ich gespannt, ob sie das schaffen können. Del Rio gegen Ziggler. Hatten die irgendwas in unserem LP schon miteinander zu tun? Ja, hatten sie, fällt mir gerade auf. In der Turnierphase, der Grund, warum Ziggler überhaupt in dem Match hier quasi drin ist, da hat Del Rio ja verloren gegen Dolph Ziggler. Warum? Weil Chris Jericho eingegriffen hat und das Cover von Del Rio beendet hat und dann hat ja Ziggler das Ganze abgestaubt. Ja, ich erinnere mich, da gab es noch die Walls of Jericho von Jericho gegen Rotti Rodriguez. Da erinnere ich mich noch gut dran. So, jetzt Top Rope. Back Suplex. Und der geht durch. Dolph Ziggler steckt da den Back Suplex vom zweiten Seil ein. Ja, und Dolph Ziggler, der hat ja am Ende dann quasi das Turnier. Ich glaube, das war Halbfinale gegen Del Rio. Ich kann das sogar mal eben nachgucken. Ich habe das zufällig noch auf dem PC. Ich gucke es ganz kurz nach. Turnierphase. Kann ich das hier ein bisschen größer sehen? Will es jetzt nicht öffnen. Del Rio gegen Dolph Ziggler war wirklich das Halbfinale. Ja, also hätte Del Rio dann gewonnen, wäre er im Finale gewesen. Aber er hat es nicht geschafft. Und deswegen vielleicht, das war die erste und letzte Begegnung von den beiden bei uns im LP. Danach Ziggler halt Champion geworden bei Vengeance. Ja, und Del Rio, der hatte nicht so wirklich was zu tun mit Titeln. Schöner Powerslam da von Ziggler. Und nochmal schöner Powerslam. Zweimal stürmt Del Rio los und zweimal wird er abgefangen mit dem Powerslam. Ah, so, schöner Swinging Back Suplex. Natürlich die Move-Palette eines Dolph Ziggler ultra stark. Die Moves sind echt der Hammer. Wenn der Zigzag dann kommt oder der Sleeper Hold, das wäre natürlich auch noch geil. Vielleicht ja mal ein Sieg durch Submission. Die beiden haben ja beide einen Submission-Finisher.
Ich hatte erst überlegt, das Match, wenn Del Rio Champion, also wenn Del Rio Hauptherausforderer wird, hatte ich mir überlegt, dass das Match ein Submission-Match wird. Aber habe ich mir dann doch anders überlegt, weil halt Hell in a Cell Pay-Per-View, und da wollte ich das dann doch ein Hell in a Cell Match machen. Zwei Hell in a Cell Matches haben wir ja. Das Match und das Main Event mit Mark Henry. So, und jetzt Ansatz zum Superplex und das vom dritten Seil, von Ziggler diesmal. Und er geht auch durch und den muss Del Rio voll einstecken. Das tut weh. Und jetzt Ziggler streift sich die Haare und Neckbreaker. Ja, das geht ordentlich in die Halswirbelsäule rein. Und der Zigzag dann noch, das würde dann schon vielleicht ein Ende bedeuten. Aber wir wissen ja, die beiden hier halten viel aus. Del Rio war ja auch einer, der die Attacke von Kane über sich ergehen lassen musste in dem Number One Contender Match. Ich weiß jetzt nicht, ob es Chokeslam oder Tombstone war. Eins von beiden. Ich glaube, es war der Tombstone. Auf die auf die Platte vom Kommentatorentisch, glaube ich, war das sogar. Also, der könnte theoretisch noch angeschlagen sein. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, gekontere, viel gekontere. Das hatten wir auch in der Pre-Show, als Goldberg zurückkam. Alter, ich feiere es immer noch so sehr. Goldberg wieder zurück. Und Ziggler mit dem Konter. Jetzt hängt er Del Rio da verkehrt rum in die Ringecke rein. Was hat er vor? Ha, er hat nichts vor. Er lässt ihn da wieder raus. Hat ihn nur dahin gehangen quasi. Dann aus dem Tag-Team RVD und Dolph Ziggler ist anscheinend nichts mehr geworden. Die beiden nicht mehr zusammen zu sehen. Rio hat ja quasi RVD besiegt. Muss man ja so sagen, im Fatal 4-Match, er hat sie ja alle besiegt. Sonst hätten wir theoretisch heute das Match gehabt. Ziggler gegen RVD. Und das wäre natürlich der Oberhammer gewesen. So, und jetzt die erste Submission-Aktion von Ziggler. Das kann es eigentlich noch nicht sein. Das Match noch früh in der Anfangsphase. Ja, wieder gekontert. Der Rio wieder. Es geht hin und her, seht ihr, die beiden sind super Techniker. Die wissen, wie sie die Aktion des anderen auskontern. Und dann soll der Splash in der Ecke kommen, da kassiert er den Big Boot von der Rio. Aber dann auch wieder so eine typische Aktion von Dolph Ziggler. Ist ja so ein bisschen zum Face mutiert bei uns. Ist ja kein Heel mehr, ist ja Face. Der Rio ist absoluter Heel. Und dann aber trotzdem nochmal der Griff in die Augen. Und dann dieser Clothesline. Aber Ziggler direkt da. Und German Suplex gegen Del Rio. Ah, jetzt. Oh, Kniestoß gegen die Schläfen. Das ist eine harte Aktion. Aber Del Rio, ja, direkt mit dem Konter. Und heute Abend, wo ich gerade aufnehme, spielt Bayern gegen Gladbach. Bundesliga-Zeit geht wieder los. Endlich. Muss ich mal gerade erwähnen, weil ich mich so sehr freue auf dieses Spiel. Ich hoffe, Bayern verguckt es nicht. So, aber jetzt wieder hier zurück. Das Cell bisher noch nicht in Verwendung gewesen. Also sie könnten ja natürlich auch aus dem Ring rausgehen, da in diesen Zwischenraum und sich da mal ein bisschen an der Cage-Wand vergnügen. Aber noch bleiben sie im Ring. Ja, der Rio wartet, aber kassiert dann da den Konter. Und dann der Close-Line von Dolph Ziggler. Jetzt kommt wieder dieser Armverkrüppelungs-Move. Ja, voll drauf da. Und Clothesline von Del Rio. Aber wieder Ziggler direkt. Da steht direkt wieder auf und setzt wieder zu einem Suplex an. Jetzt der Swinging Back Suplex. Und jetzt das Bein. Ja, das kann durchaus gut werden. Aber dann der Low Blow von Del Rio. Und der ist nicht mal verboten, weil es halt keine Disqualifikation gibt in diesem Match. Und jetzt Del Rio mit dem German Suplex. Schön. Test of Strange. Eigentlich ja Del Rio der Stärkere, würde ich mal vermuten. Ja, ist er auch. Und jetzt der Irish Whip. Wohin soll es gehen? Aus dem Ring? Nein. Armbar. Mitten im Ring. Den Arm attackieren. Klar. Vorbereitung für den Cross-Arm-Breaker könnte das sein. Ah, wer macht hier mal die erste Finisher-Aktion vielleicht? Wir wissen ja, nach dem ersten Finisher ist es meistens noch nicht vorbei. Aber vielleicht einer von beiden mal mit der ersten Aktion, um hier vielleicht mal ein bisschen Vorteile zu kriegen. Ja, Ziggler versucht jetzt, Aktionen wieder zu bringen, aber schafft er wieder nicht. Gekontert von Del Rio, aber auch wieder gekontert von Ziggler. Und vielleicht sollten sie wirklich mal aus dem Ring rausgehen, da in den Zwischenraum an die Käfigwand, weil da könnten sie wirklich dem Gegner schweren Schaden zufügen. Jetzt auf Ziggler, Dropkick gegen den Kopf. Ja, abgeduckt von Del Rio und wieder German Suplex. Diese Aktion ist ultra hart, weil man halt hinten auf der Halswirbelsäule landet. Ja, Ziggler jetzt wieder hinter Del Rio und er setzt wieder. Ja, Suplex-Wettbewerb machen die beiden hier. German Suplex, Swinging Back Suplex. Und jetzt Dolph Ziggler. Ja, tritt in die Gegend, wo man es nicht gern hat.
Ja, gekontert aber der Insuigiri. Wunderbare Aktion. Step-up Insuigiri von Dolph Ziggler. Aber wieder Del Rio und wieder der German Suplex. Diese Zerstörerwaffe. Ja, Ziggler mehrere Schläge. Was hat Ziggler vor? Überwurf. Schöne Aktion, Ringeraktion. Und er sollte vielleicht mal nachdenken, vielleicht mal an seinen Face Crusher, den hat er ja schon oft gezeigt, oder den Fame Esser, so als Anfang vom Ende für Del Rio. Ja, Ziggler nimmt jetzt Del Rio hoch. Was hat er vor? Oh, was ein Stomach Breaker. Da lässt er ihn auf die Knie fallen. Und jetzt Ziggler, ja, Arm. Uiuiui, mit Kopfstand. Das ist natürlich verhöhnend für den Gegner. Sieht nicht so gut aus für Del Rio. Ziggler hat eine ganz gute Phase gerade. Test of Strange. Ah, dann auch Del Rio wieder. Elbow. Del Rio macht weiter. Klar, der weiß selber, dass er hier mehrere Aktionen zeigen muss. Back Suplex. Ah, Kick in den Rücken. Klar, alles Aktionen, die Schaden bringen. Ah, der Rio, wie gesagt, es bleibt beim Suplex-Wettbewerb wieder. Jetzt der Swinging Back Suplex von Rio. Also Alberto und Ziggler hier beide mit ihren Suplex-Aktionen. Verschiedene Variationen davon, verschiedene Typen. Ah, jetzt Ziggler wieder. Verdreht den Arm von der Rio und... Ah, Ellbogenstoß hinten auf den Nacken, glaube ich. Aber es reicht noch nicht. Schöner Dropkick von Dolph Ziggler, ja. Und jetzt geht der Rio raus. Jetzt wird es ihm zu langweilig im Ring. Und jetzt geht's raus. Und jetzt kann es sehr interessant werden. Was haben wir denn jetzt? So, Dolph Ziggler schubst da Del Rio gegen die Ringtreppe. Und jetzt? Jetzt? German Suplex durch die Cagewand. Oh, mal guckt euch Del Rio an, wie der am Taumeln ist. German Suplex durch die Käfigwand. Aber sonst geht's euch gut. Jetzt. Und jetzt will Del Rio flüchten auf den Käfig. Dolph Ziggler ist direkt hinter ihm. Oh nein. Leute, Leute, ihr seid da so hoch. Das kann übel ausgehen. Del Rio hat Ziggler da. Armbar auf dem Käfig. Leute, Leute, guckt mal, wo die Hallendecke ist. Direkt über euch. Macht keinen Mist. Sowas kann eine Karriere entscheiden. Belly to Belly auf dieses mittlere Dachteil. Oh mein Gott. Was hat Del Rio vor? Ziggler jetzt mit Schlägen. Oh Mann, ihr seid auf dem Käfigdach. Das Publikum findet das natürlich toll. Ich habe ein bisschen Angst um meine Superstars. Nicht, dass ihr euch hier verletzt bei so einem Ding. Überwurf. Alles auf dem Käfigdach. Jetzt Del Rio. Was hat er vor? Ja, kontert da, Ziggler. Und jetzt, Ziggler, Superkick und durch den Kommentatorentisch. Ich werde hier bescheuert, Mann. Oh mein Gott, Moment. Oh, was. Superkick, hört euch das Publikum an. Und der Rio kämpft weiter. Reverse Back Suplex. Der Rio fällt von da oben runter. Das kann ja jetzt nur noch Nervenzucken sein. Der Typ kann ja nicht mehr beisammen sein. Vom Käfig runter durch den Kommentatorentisch. Superkick. Die Aktion alleine ist ja schon hart genug. Ich werde hier bekloppt. Das war auf jeden Fall der ich kann schon nicht mehr reden. Der Oh My God Moment schlechthin. Holy Shit Chance brauchen wir an dieser Stelle. Holy Shit, Holy Shit. Oh Mann, ey. Die beiden sind doch vollkommen irre. Dolph Ziggler. Den Superkick, guckt euch das an. Ihr könnt jetzt die Relation sehen. Von da oben runter. Und der Rio fällt rückwärts darunter. Und Ziggler kann schon wieder nicht genug kriegen und klettert wieder hoch. Er klettert wieder hoch. Der Rio muss doch schwer verletzt sein, aber der gibt nicht auf. Der will hier heute WWE Champion werden. Und Ziggler sagt, ja komm doch, dann werfe ich dich da halt nochmal runter. Nein, komm, lasst es sein, Jungs. Ihr seid schwer verletzt später. Test of Strange. Und nachher liegt ihr beide K.O. da unten, weil ihr euch beide gegenseitig darunter schmeißt. Gleichzeitig. Und dann haben wir ein Problem. Jetzt geht's da an, den Rand. Ihr steht da ungünstig. Sehr ungünstig, Leute. Ich sag's euch. Eure Karrieren können heute beendet werden, wenn ihr weitermacht.
Immer am Käfigrand, immer am Käfigrand. Del Rio will ihn jetzt runterschubsen. Ziggler kann sich noch halten. Del Rio mit dem Konter. Jungs, geht da runter. Ihr habt gleich beide euer Karriereende. Angriff gegen den Arm und jetzt taumelt Ziggler da rum. Aber jetzt ein Suplex. Was hat denn Del Rio vor? Was hat Del Rio vor? Del Rio, Back Suplex. Oh, Gott sei Dank nicht auf das Dach. Seht euch an, wie sich das schon durchspielt, da wo Del Rio steht. Ihr könnt es ja sehen. Es ist schon ordentlich durchgebogen nach unten. Und das Ganze oben auf dem Käfig drauf, die ganzen Aktionen. Oh mein Gott. Und jetzt German Suplex. Del Rio, pass auf, dass du da nicht nochmal runterfällst. Da ist dein Karriereende dabei. Oh mein Gott. Wir brauchen auf jeden Fall einen Sanitäter nach dem Match. Oh, das Kamerateam hier oben jetzt mit Problemen. Und jetzt Del Rio. Nein, 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 nein. Piledriver, nicht da oben. Piledriver auf dem Käfigdach. Del Rio mit einem Piledriver auf das Käfigdach. Und jetzt, und jetzt, und jetzt wirft der Dolph Ziggler da runter. Ich werd bescheuert. Da ist unser WWE Champion. Und das ist das Krankenlager für Dolph Ziggler. Piledriver auf dem Dach. Und jetzt auch noch die Powerbomb. Eine Batista-Bomb mehr oder weniger. Reverse Back Suplex. Ich werd bescheuert. Leute, wir können Del Rio und Ziggler, egal wer hier gewinnt, wir können den WWE-Titel bei Raw ausschreiben. Zu neu umkämpfen. Können wir Ziggler, können wir Punk gegen Cena machen. Die beiden müssen noch verletzt sein später. Und jetzt auch noch immer gegen die Käfigwand. Beide sind sie vom Käfig runtergefallen. Kann nicht gesund sein. Das kann nicht gesund sein. Und jetzt immer wieder. Del Rio schubst Ziggler immer wieder dagegen. Und jetzt Ziggler. Sie sollten gucken, dass sie in den Ring kommen. Dropkick gegen die Käfigwand. Das ist der absolute Oberhammer. Das Match ist noch besser als Goldberg gegen Booker T. So, geht zurück. Geht doch zurück in den Ring, Jungs. Dolph Ziggler, Neckbreaker-Ansatz. Da liegen überall Trümmer. Sag mal, solange sie nicht aufs Käfigdach gehen, ist alles gut. Bleibt einfach unten. Geht in den Ring. Ihr seid doch beide fertig. Ihr könntet beide eine Entscheidung hervorrufen. Ihr müsstet nur in den Ring gehen. Och, guckt euch Ziggler an, wie der taumelt. Und jetzt geht's zurück. Jetzt sind sie wieder da. Kommt, Jungs, geht in den Ring. Dolph Ziggler nutzt jetzt vielleicht die Chance. Del Rio sehr angeschlagen. Vielleicht nutzt er die Chance. Aber Del Rio erstmal mit Schlägen und Kicks. Dolph Ziggler muss aufpassen. Belly to Belly. Es kann jetzt jede Sekunde vorbei sein. Das erste Cover kann es schon sein. Cover! Was? Nicht mal bis eins. Nicht mal bis eins. Die sind vom Käfigdach runtergefallen. Das muss man mal jetzt so festhalten. Dolph Ziggler ist runtergefallen und hat den Piledriver auf dem Dach eingesteckt. Del Rio ist runtergefallen durch den Tisch. One! Es ist bald vorbei. Es kann nur noch ein letztes Zucken von beiden sein. Mehr kann ich mir darunter nicht vorstellen. Die können keine Kraft mehr haben. Und das Match wird auch bald vorbei sein. Ich bin mir da sicher. Bin mir da fast 100% sicher. Suplex-Ansatz. Und ja, Back-Suplex. Swinging Back-Suplex von Del Rio. Das kann jede Sekunde vorbei sein, wenn der Wille des anderen gebrochen ist. Dolph Ziggler hebt ihn wieder hoch. Und wieder Stomach Breaker. Super Kameraeinstellung. Cover. Kann zu Ende sein. One. Wir können runterziehen. Jetzt darf man nicht mehr wegschalten. Jede Sekunde kann es vorbei sein. Entweder ein neuer Champion oder eine Titelverteidigung. Wer holt den nächsten entscheidenden Move? German Suplex. Coverversuch. One. Ah, ist fast der neue Champion. Ein Roller von Del Rio und das kann es sein. One. Two. Umgedreht von Ziggler. One. Two. Nochmal. Del Rio. One. Two. Und wieder. One. Two. Das Match wird sich hier entscheiden. One. Two. Nein, es geht hin und her. One. Two. Nein, ich wollte schon Free sagen. Ihr habt's gehört. Ich hatte das Free schon auf der Zunge. Und wieder ein Roller. One. Two. Und da war noch der Fuß im Seil. One. Two. Titelregentschaft oder... Titelgewinn! Titelgewinn! Del Rio! Alberto Del Rio ist neuer WWE Champion! Der Oberhammer dieses Match!
Oh, da ist auch Ricardo Rodriguez. Hört er ihn? Wir haben einen neuen WWE-Champion. Ja, Piledriver und vom Käfig darunter geworfen. Und dann irgendwann im Einroller kam Dolph Ziggler nicht mehr raus. Und wir haben den neuen Champion, Del Rio. Super verdient. Das Match hatten beide verdient, aber damit ist es auch für ihn verdient. 25 Minuten, genau wie Goldberg gegen Booker T. Weltklasse, Weltklasse Match, muss man so sagen. 5 von 5 Sternen von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Match. Haut rein. Hell yeah!